Langweilig. Mann, ist das lahm hier. Ei, das ist interessant. Guten Tag, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen zu den Campus News. Herzlich willkommen beim Nachrichtenblitz. Danke, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Die Themen der Sendung. Unileitung greift durch. Aufgrund des anhaltenden Vandalismus sieht sich die Universitätsleitung genötigt, Maßnahmen zu ergreifen. Fortan soll mehr Sicherheitspersonal die Gebäude sichern. Wegen Einsparmaßnahmen konnte bisher nur ein Spezialist eingestellt werden. Die Uni hofft durch die Streichung von 1067,89 Tutorien mehr Sicherheitspersonal anstellen zu können. Gegenwärtig wird auch der Einsatz von Drohnen diskutiert. Verteidigungsminister de Maizière bot bereits Unterstützung an. Der Minister so wörtlich: Wir müssen das Zeug loswerden, so schnell wie möglich. Umzug. Die Fachbereiche 03 bis 05 sind Anfang des Semesters in die neuen Gebäude im Westend umgezogen. Der denkmalgeschützte AFE-Turm wird nun nach und nach abgetragen. Indes verlief der Umzug nicht ganz reibungslos. Zum einen kam es zu mehreren Verzögerungen, zum anderen wurden die Gebäude zu klein geplant, da in der Planungsphase mit weniger Studenten gerechnet wurde. Dies führte wiederum zu überfüllten Seminarräumen in diesem Semester und somit zum Unmut der Studenten. Also das PEG ist ein Scheißgebäude auf jeden Fall. Also ich muss sagen, dass die mediale Ausstattung halt in den neuen Räumen besser ist. Ich finde auch die Arbeitsatmosphäre ist gelungener. Also schade finde ich, dass hier Arbeitsplätze fehlen. Wenn ich irgendwo was machen will, muss ich mich meistens ins Café setzen. Das ist dann relativ laut. Es fängt schon mit den Drehtüren an, geht weiter mit Zugangsbeschränkungen in manche Bereiche und sowas. Und es ist absoluter Quatsch. Ich habe ja Geschichte immer im Westend gehabt und Soziologie in Bockenheim. Und jetzt zum Beispiel durch den Umzug bin ich dann doch ganz glücklich, dass ich halt jetzt zum Beispiel das Pendeln nicht mehr pendeln muss und so weiter. Ich freue mich auf diese vielen tollen Stände. Nette Menschen, nette Musik. Freunde haben Stand und Essen und auch ein bisschen was zu trinken. Auf die Party. Auf jeden Fall, also aufs Tanzen. Ja. Und? Ja, wir sehen hier beim Aster Sommerfest, hier sind verschiedene Stände, sozusagen der Campus-Flohmarkt. Es hat jetzt gerade die Musik angefangen um 19 Uhr, alles ist relativ entspannt. Wetter ist sogar noch schön geworden diese Woche. Ich verkaufe hier meine Klamotten. Ich habe eigentlich meinen halben Kleiderschrank hier angeschleppt und hoffe, dass ich alles loswerde. Also es ist jetzt das erste Mal, dass ich auf dem Flohmarkt was verkaufe und dafür macht es eigentlich ziemlich viel Spaß. Dieses Jahr haben wir eher stärker auf regionale Bands gesetzt, weniger jetzt auf irgendwelche internationalen Headliner und hat jedes Jahr einen anderen Charakter und dann guckt man auch, welche Bands man ungefähr nimmt. Die nächste Frage! Ich zähle die Tage runter bis zum Aster Sommerfest. Enten. Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Mein Name ist Professor Dr. Dr. Rer Nat Phil AD und schieß mich tot Peter, Paul und Maria von und zu Papenhausen, Poppenburg.
Die Goethe-Universität Frankfurt hat mich heute hierher eingeladen, um die Eröffnung und Demonstration ihres neuen Kunstwerks zu kommentieren und moderieren. Wie Sie sehen, sehen Sie noch nichts. Die Goethe-Universität hat nämlich keine Kosten und Mühen gescheut, es sogar schneien zu lassen, um ihr Kunstwerk komplett zu verdecken. In wenigen Minuten wird es soweit sein. Wir unterbrechen für eine kurze Werbepause. Socken. Jetzt im Kühlregal. Hi. Hey. Komm mal schnell her. Was denn? Da hat schon wieder jemand vergessen, sein Zeug von der SD-Karte zu löschen. Oh cool, zeig mal. Dass das anatomisch möglich ist? Abgefahren. Dekanatswahl, Fachbereich Erziehungswissenschaften. Am 2.7. sollte die Dekanatswahl im Fachbereich Erziehungswissenschaften stattfinden. Der Kandidat, der die Rückendeckung des gesamten Fachbereichs hatte, wurde jedoch schon vor der Wahl vom Präsidium abgelehnt. Das Präsidium begründete diese Entscheidung damit, dass das Konzept des Kandidaten nicht überzeugt habe. Der ASTA bezeichnete diesen Vorgang als undemokratischen Eingriff in die Autonomie des Fachbereichs. Derzeit wird nach einem neuen Kandidaten für die Wahl gesucht, jedoch bisher ohne Erfolg. Bombendrohung. Bombenstimmung am Campus Westend. Am 19.06. gab es eine Bombendrohung gegen das PEG-Gebäude auf dem neuen Campus. Feuerwehr und Polizei räumten und durchsuchten anschließend mit Bombenspürhunden das Gebäude. Gefunden wurde nichts. Bisher ist unbekannt, von wem diese Bombendrohung stammte. Und hier sind wir auch schon wieder bei der Enthüllung des neuen Kunstwerks der Goethe-Universität. Wie bereits gesagt, hat die Universität dafür keine Kosten und Mühen gescheut. Hier ist es mittlerweile Sommer geworden, die Sonne scheint, der Schnee ist geschmolzen, der Rasen ist wieder gewachsen und die Bäume sind grün. Ich habe mich für Sie auch bereits in mein Sommeroutfit hineingeschmissen. Aber nun wollen wir doch auch endlich mal zur lange ersehnten Eröffnung des Kunstwerks kommen. Bitteschön. Ach das, nein, das ist nicht das Kunstwerk, von dem ich sprach. Das sind sozusagen die Grundfesten dieser Universität. Nichts sehen, nichts sagen, nichts hören. Die sollten hier eigentlich immer stehen. Das Kunstwerk, was ich heute mit Ihnen besprechen möchte, befindet sich dort auf dem Rasen. Folgen Sie mir bitte. Bitte sehr, schauen Sie es sich an. Ist das nicht hervorragend? Also, gigantisch, ja? Extraordinär. Also diese Form, dieser Inhalt, ich möchte fast sagen, es kann für diese Universität kein besseres Kunstwerk geben als dieses. Lassen Sie sich das mal auf der Zunge zergehen, ja? Ein leerer Fleck auf dem Rasen. Leer? Leer wie die Universitätskassen. Leer? Leer wie die Seminarinhalte. Leer wie die Versprechungen des Präsidiums. Und leer wie das Gegenteil der Befüllung der Seminarräume zurzeit. Ja, hervorragend. Einfach grandios. Es kann, ich lege mich fest, es kann für diese Universität kein besseres Kunstwerk geben. Und mit diesen leeren Worten möchte ich mich von Ihnen verabschieden. Ich hoffe, Sie hatten einiges Vergnügen. Bis bald, Ihr Professor Dr. Dr. Rer Nat Phil AD, Peter Paul Maria von
Papenhausen, Poppenburg. Auf Wiedersehen. Call a Bike. Seit diesem Semester kann sich jeder Student der Goethe-Uni über die Internetseite der Bahn zum Call a Bike Service anmelden. So kann man Leihräder nutzen, die an vielen Stationen in Frankfurt bereitstehen, zum Beispiel am Campus Westend oder an der Bockenheimer Warte. Die ersten 45 Fahrtminuten sind dabei kostenlos und viele Studenten nutzen das Angebot bereits. Wie man sich anmeldet und wie das Ausleihen der Call-a-Bike-Räder funktioniert, erfährt man auf der Internetseite des ASTA. Radio Dauerwelle. Initiiert und organisiert von Mitarbeitern der Buch- und Medienpraxis ist das universitäre Internetradio Dauerwelle offiziell on air gegangen. Es wird von Studierenden gestaltet und will informieren und unterhalten. Die Sendezeit ist werktags von 18 bis 19 Uhr. Anschließend kann man die Beiträge im Archiv nachhören. Den Stream sowie weitere Infos findet man unter dauerwelle.uni-frankfurt.de. Den Kollegen viel Erfolg! Und vielleicht ist eine Abschlussform. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen. Noch irgendwas? Vielen Dank fürs Einschalten und auf Wiedersehen. Vielen Dank fürs Einschalten und wir wünschen Ihnen noch einen guten Tag. Und vielen Dank, dass Sie Campus News angeguckt haben. Also. Vielen Dank, dass Sie Campus News angesehen haben und die Ey, ha, komm mal her. Da stimmt was nicht. Ich bin so. Das muss gut aussehen. Das muss verdammt nochmal gut aussehen. Lassen Sie mich. Das muss verdammt. Ich hab's schon tausendmal gesagt. Sorry. Das ist so geil. Wir stehen hier und nehmen auf und der Taifun rennt irgendwo da hinten rum. Ich nehme Atmo auf. Geil. Taifun, wir brauchen keine Atmo. Doch. Und vorstrecken. Ja, die ist wunderbar, ganz wunderbar. Die muss gut aussehen. Ja, die ist wunderbar. Die muss gut aussehen. Toll, ja. Die muss gut aussehen. Ja. Die muss gut aussehen. Ja. Ich muss gut aussehen. Ich richte sie nochmal. Ja. 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 Konzentration. Wunderbar. Ja. Ganz toll. Ja. Sieht das gut aus? Ja. Sieht das gut aus? Ja. Sieht das gut aus? Mhm.